So, wir beginnen gleich mit unserem Klassiker, also das ist der Klassiker unter allen Klassikern. Und zwar, du hast nur noch nicht den Richtigen getroffen. Oder, aber Sex ist doch was Tolles. Und dazu kann ich nur eins sagen, ich habe es versucht, es ist einfach nur Quatsch. Gut, als Quatsch würde ich es nicht bezeichnen, aber ich habe das schon mehreren Leuten erklärt, wenn ich die Wahl zwischen einer wilden Nacht und einem Essen mit guten Freunden habe, dann nehme ich grundsätzlich immer das Essen. Und warum? Weil ich noch keinen Orgasmus hatte, der 3 Stunden gedauert hat. Also, ja. Nein, Sex ist nicht sowas Tolles. Es ist Ja. okay, aber es gibt Besseres. Ja, nur weil du Sex toll findest, muss es nicht jeder mögen. Genau, das kann man nämlich schön umdrehen. Ach ja, ach ja, und das ist übrigens was, diese Frage ist mir tatsächlich gestellt worden, weil ich habe mich ja erfolgreich fortgepflanzt. Kann nicht sein, du hast doch ein Kind. Alles, was ich dazu zu sagen habe, ist, klar, Sex ist schon okay, abgesehen davon kann ich ja auch ein Kind machen, weil ich eins möchte, auch wenn ich den Prozess bis dorthin gar nicht so gut finde. Zweitens kann man es ja auch dem Partner zuliebe tun, wie es übrigens auch Millionen von homosexuellen Menschen in Ehen seit Jahrhunderten getan haben. Die hatten dann trotzdem Sex, auch wenn es nicht Spaß gemacht hat. Genau dieselbe Situation. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, als biologisch weibliche Person könnte ich theoretisch auch einfach mich befruchten mit einer Samenspende. Das ist auch richtig, genau. Oder auch hier, du verwendest den Begriff falsch. Aha, du, der den Begriff jetzt gerade zum ersten Mal hört, möchte mir erklären, dass ich ihn falsch verwende. Ist schon in Ordnung. Ja, der ist witzig. Ja, oder? Und du glaubst jetzt auch, dass du das bist? Ja, dazu kann ich nur sagen, klar, warum nicht? Ist doch was Tolles, so zu sein oder etwas zu sein, dass die Hälfte der Menschheit glaubt, dass es nicht mal existiert und auch sich tolle Sprüche darüber anhören zu dürfen. Ich meine, ich kann mir nichts Tolleres vorstellen. Ja, der ganze Stress, den man sein ganzes Leben lang hat, wenn man dann krumm angeguckt wird oder sich denkt, irgendwas stimmt mit mir nicht, macht man natürlich bloß, weil es ein Modegag ist, ne? Alles in Ordnung. Ja, genau. Oder hier auch, wenn du keine sexuelle Leidenschaft kennst, kannst du denn dann überhaupt für irgendetwas so richtig Begeisterung empfinden? Ja, wirklich gut. Natürlich kann ich das nicht. Ich finde alle meine Hobbys doof. Ich hasse meinen Job. Und Mitmenschen und Freunde kann ich auch überhaupt nicht ausstehen. Ja, Gegenfrage, möchtest du mit deinem kompletten Lieblingsfußballverein schlafen, wenn du für den so begeistert bist? So ein Unfug. Die Leute denken wirklich in viel zu engen Bahnen, so von wegen entweder ich bin begeistert oder ich bin nicht begeistert. Die ganze Frage macht überhaupt keinen Sinn. Könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, echt. Ja, aber ich denke, solche Fragen sind oft auch unüberlegt, Ja, oder? natürlich. Also. Wobei, und da muss ich, also noch ein weiterer Spruch, und da muss ich teilweise sogar zustimmen. Also, ich wäre mit Anfang 20 manchmal froh gewesen, asexuell zu sein, dann hätte ich mich besser aufs Studium konzentrieren können. So blöd das klingt, ja, das stimmt. Also, ich hab manchmal echt gemerkt, dass ich eben nicht durch Beziehungen abgelenkt war, wo Freunde von mir mitgekämpft haben und ich so, ach nö, ich habe Zeit fürs Abitur, ich habe Zeit für mein Studium, ich habe deswegen, also nicht nur deswegen, aber es war möglicherweise ein Faktor, warum ich mein Studium in relativ kurzer Zeit durchgezogen habe, weil ja, das ist was, was nicht ablenkt, klar. Ja, Aber es ging mir genauso. Es ging mir genauso mit dem, also ich war nicht, es war echt praktisch, nicht abgelenkt zu sein, aber dann trotzdem auf Partys hat man dann schon solche Sachen erlebt. Man wird hochgenommen oder gepiesackt, weshalb man jetzt keine Beziehung hat oder ja. das gar nicht möchte und so. Ja, das gibt's dann schon, aber ich fand's schon auch praktisch. Ja. Hat alles seine Vorteile. Jetzt hätte ich noch mal eine ganz persönliche Frage an dich, JJ.
Ich habe noch Ja. nie gemerkt, wenn jemand mit mir flirtet. Also ich habe auch schon gesagt bekommen, du flirtest total gut, Gilman. Du bleibst ja da total cool. Und ich habe immer gedacht, ich habe mein ganzes Leben noch nie geflirtet. Ich hatte immer nur angenehme Gespräche. Okay, nein, ich merke das wirklich, denke ich, weil, also bei mir, wenn Leute mit mir sprechen, ab einer gewissen, ja, ab gewissen Sätzen, die für mich nicht in ein normales Gespräch passen, dann bekommt bei mir so ein Misstrauensradar auf. Und dann raff ich, dass Leute mehr von mir wollen. Aber mir ist auch schon passiert, dass ich einen guten, also einen besten Freund, dachte ich damals, verloren habe, weil er mehr von mir wollte und ich das einfach nicht gemerkt habe. Das ist mir schon auch passiert, aber normalerweise glaube ich schon, das zu merken. Okay, das hat mich jetzt bloß mal gerade interessiert. Alles klar. Hast du noch eine Story, die du besprechen möchtest? Ah, hier, ja, gibt es und zwar noch ein paar positive Kommentare und zwar so auch ein paar Klassiker, die ich auch schon ungefähr gehört habe und zwar zum Beispiel, das habe ich mir bei dir irgendwie schon gedacht. Das habe ich jetzt auch schon von anderen gehört, dass sie das gehört haben. Also manchmal ist es doch nicht so unerwartet. Oder das erklärt einiges. Das habe ich von meinem, also etwas Ähnliches habe ich von meinem Ex-Freund gehört, als ich mich, nachdem ich ihn eben nach 10 Jahren wieder gesehen habe, wieder darüber gesprochen habe. Und genau, dann den find ich auch sehr schön. Und zwar ist auch irgendwie logisch, dass wenn es Sex ohne Liebe gibt, dass es dann auch das andere geben muss. Und ich wünschte mir, dass Leute öfters so denken, dass das, ja, Ja, dass man genau. einfach alles umdrehen kann. Eben. Es ist ja auch so, man hat ja früher auch noch ganz andere Liebesdefinitionen gehabt. Ich meine, wir hatten im Hochmittelalter ja die wunderbare Minne, wo es wirklich nur um die Verehrung der anderen Person ging, aber das ist alles in Vergessenheit geraten. Oder im alten Griechenland gab es 5 verschiedene Ja. Definitionen, ja? Also es ist nicht alles so entweder oder, wie es heute oft dargestellt wird. Ja, und jetzt genau direkt in der Recherche auf unserem nächsten Podcast, also wie sich romantische Anziehung anfühlt, da habe ich mich auch eingelesen in solche Dinge, wie Liebe definiert wird und der Unterschied zwischen Liebe und Verliebtsein, was dann für vor allem Allo-Menschen irgendwie ziemlich wichtig zu sein scheint. Und die Aromantischen diskutieren da völlig anders darüber. Dann habe ich auch noch die Entwicklung gesehen, historisch. Also echt, wenn euch das interessiert, es ist echt interessant. Recherchiert mal darüber oder hört euch die nächste Folge von unserem Podcast an. Genau.